Also was uns von anderen Märkten sehr unterscheidet, ist, dass wir selbst produzieren. Wir produzieren 2 Tonnen Wurst die Woche, bekommen 6 Tonnen Fleisch. Unser Fersen- und Schweinefleisch kommt hier alles aus der Region, von regionalen Landwirten. Lammfleisch aus dem Nachbarort. Unser Jäger kommt hier aus dem Ort. Unsere Puten kommen aus dem nahen Odenwald. Das ist Regionalität, wie wir das verstehen. So haben wir jetzt eine Urbratwurst entwickelt, ohne Geschmacksverstärker, rein nur mit Gewürzen und Meersalz. Es ist nicht immer einfach, die knallharten Angebotspreise von Edeka zum Beispiel jetzt mitzugehen. Wir tun es trotzdem, auch wenn es manchmal wehtut. Aber schöner wäre es, wenn die Preise als vielleicht mal ein bisschen höher wären, weil die Leute möchten Qualität und die geben auch gern ein paar Cent mehr dafür aus. Also wir verpacken unsere Wurst und Fleisch im SB-Bereich alles selbst. Wir hatten schon Tri-Age und Bison und T-Bone Steaks, bevor man groß drüber gesprochen hat. Wir möchten nicht das Tri-Age in einem Schrank in den Laden hängen, weil es einfach auch nicht so schön aussieht. Und es gibt auch anderes tolles Fleisch. Also hier im Bauernmarkt kann man noch Metzger sein, wie es früher einmal war. Wir zerlegen, wir machen noch selber Wurst. Ja, es macht Spaß, hier einfach Metzger zu sein.